In den Autowerken Isenau ist ein neuer Kleinwagen entwickelt worden. Wenn er hält, was er verspricht, dürfte er beträchtliches Aufsehen erregen. Zum ersten Mal werden die beiden Prototypen auf ihre Höchstgeschwindigkeit erprobt. Die Katastrophe ist mir unerklärlich. Die beiden Wagen waren so gut eingefahren, dass man ohne weiteres jederzeit eine Geschwindigkeitsfahrt riskieren konnte. Ja, ja, das hatten Sie ja auch schon zu Protokoll gegeben. Herr Nowak, wenn Sie für alles in der Versuchswerkstatt verantwortlich sind... Ja, gewiss. Als technischer Direktor natürlich, aber... Meine Herren, Sie werden verstehen, dass ich nicht jederzeit überall sein kann. Unmittelbar verantwortlich für die beiden Wagen war Meister Klausner. Aber an der Versuchsfahrt wollten Sie teilnehmen? Na, natürlich wollte ich teilnehmen. Aber da kam doch dieser Anruf. Klausner und ich sollten zur Werkleitung kommen. Mit wem hatten Sie da gleich telefoniert? Ja, ich habe mit niemandem telefoniert. Ich wollte gerade gehen, als der Anruf kam. Und da habe ich mich von meiner Sekretärin verleugnen lassen. Inzwischen war aber auch bei Klausner angerufen worden. Mhm. Also, vielen Dank, Herr Nowak. Bitte sehr. Ach, Herr Nowak, was ich noch fragen wollte. Ja? Sie können sich auf Ihre Mitarbeiter in der Versuchswerkstatt verlassen. Unbedingt. Mhm. Bisher jedenfalls. Ich meine, wir kennen uns hier doch alle. Das dachte ich mir schon. Also nochmals, vielen Dank, Herr Nowak. Bitteschön. Sie kennen sich alle. Ingenieure, Konstrukteure, Monteure, Versuchsfahrer, alle, die wir vernommen haben, alle kennen Sie sich. Und wir kennen bis jetzt nur die unmittelbare Vorgeschichte. Fassen wir also zusammen. Unter der Aufsicht des Meisters der Versuchswerkstatt Klausner wurden die beiden Wagen fahrfertig gemacht. Als auffällig bezeichnet haben verschiedene Zeugen die merkwürdige Nervosität und Bedrücktheit des Versuchsfahrers Köhler, der einen der beiden Wagen fahren sollte. Guck mal, Köhler. Ach was, Köhler. Ich möchte wissen, wo der Nowak wieder bleibt. Herr Nowak, Frau Bubinger lässt Ihnen sagen, Sie sollen zur Werkleitung kommen. Ja, ich bin schon fort, schon unterwegs. Ja, aber... Klausner, Telefon! Ja, können wir? Von mir aus. Wo ist denn nun wieder der Klausner? Telefon. Warum muss denn das gerade jetzt sein? Da schmeißt du uns doch alles um. Das schon, aber es ist eben nicht zu Ende. Aber Frau Bobiger! Hallo! Hallo! Klausner, auf geht's! Ja, zur Direktion sollen wir kommen. Sofort. Ach, was? Nein, nein, wenn uns der Hauptdirektor ruft, müssen wir schon kommen. Worum geht's denn? Das weiß ich auch nicht. Also gut, gehen wir. Ihr fahrt inzwischen raus und dreht die ersten Runden allein. Na, was gibt's denn so eiliges? Wir sollten doch sofort zum Chef kommen. Davon hat er mir ja gar nichts gesagt. Glauben Sie mal, Frau Bobinger, Sie haben mich doch selber angerufen. Ja, und mich auch. Ich Sie anrufe? Wie kommen Sie denn darauf? Na, dann machen Sie aber mal einen Punkt. So wie Sie, spricht doch hier niemand. Aber wenn ich Ihnen doch sage...
Na nun, meine Herren, was machen Sie denn hier? Ich denke, Sie sind auf der Versuchsstrecke. Na, das wären wir längst, aber wir sind ja telefonisch hierher bestellt worden. Aber nicht von mir. Also, wer wen wohin bestellt hat, wird sich schon aufklären. Aber was ist mit der Versuchsfahrt? Findet sie statt? Nur von uns aus? Die Waren sind schon draußen. Also bitte, fahren wir hinaus. Ich melde sofort weiter. Herr Direktor! Herr Direktor, es ist was passiert. Was ist denn los? Wir kommen sofort. Kommen Sie schnell. Beide Wagen sind verunglückt. Was? Fahren Sie doch bitte weiter. Kann ich irgendwie behilflich sein? Vielen Dank, ist nicht nötig. Aber fahren Sie bitte weiter. Brückner! Wie ist denn das passiert? Plötzlich. Wechsel zurück, meine Herrschaft. Bitte fahren Sie weiter. Was ist mit dem Fahrer? Seifert ist schwer verletzt. Köhler ist tot. Wer hat den Vorgang genau gesehen? Ich glaube, der Praktikant. Der Brückner. Wo ist der? Brückner! Brückner! Herr Bitter, Herr Direktor. Sie haben also den Hergang genau gesehen? Allerdings ziemlich genau. Die Wagen waren bereits zwei Runden gefahren und lagen auch wunderbar auf der Straße. Zunächst kein verdächtiges Geräusch. Und plötzlich so 100 Meter von uns ist es dann passiert. Ein Mann tot, einer schwer verletzt, die beiden Wagen zerstört, weil sich die Kolben festgefressen haben. Frage Nummer 1. Wer kann das verheerende Siliziumkarbid in die Motoren hinein praktiziert haben? Die beiden Hauptverantwortlichen für die Wagen waren Novak und Klausner. Ja, die beiden haben aber an der Unglücksfahrt nicht teilgenommen, weil sie angeblich ein mysteriöser Telefonanruf daran hinderte. Frage Nummer 2. Sollte man nicht einen Zusammenhang vermuten zwischen der jetzigen Schweinerei und der Werkspionage, mit der wir uns schon seit Monaten beschäftigen? Ja, ich überlege eben. Außerdem war da vor 8, 9 Jahren hier schon mal eine undurchsichtige Sache. Ich werde mich mal um die Akten kümmern. Gut. Und jetzt noch einmal Frau Bobinger, bitte. Bitte, Frau Bobinger. Ich kann Ihnen immer wieder nur eins sagen. Ihr habt nicht angerufen und ihr habt nicht angerufen. Na, nehmen Sie doch erst einmal Platz, Frau Bobinger. Kein Mensch will Ihnen irgendetwas unterstellen. Sie sind also 1950 als Direktionssekretärin ins Werk gekommen. Ja, aber Anrufe habe ich nicht. Und wie kam das? Ja, ich hatte doch gar keinen Grund zum Anrufen. Ich meine, wie es kam, dass Sie gleich eine solche Vertrauensstellung bekamen. Ach so. Ja, wie mein Mann gestorben war, da musste ich doch wieder arbeiten. Ich saß ganz allein in Stuttgart. Und da hat Herr Novak mir die Stelle hier verschafft. Herr Novak? Ja, Herr Novak. Er war lang befreundet mit meinem Mann. Sie können ihn fragen. Und ihr habt mir nie was zur Schulde kommen lassen? Das ist uns bekannt. Nun beruhigen Sie sich erst einmal, Frau Bobinger. Also, vielen Dank. Jetzt Hertha Klausner. Bitte, Fräulein Klausner. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch hier Platz. Danke. Fräulein Klausner, wie steht eigentlich Ihr Chef zu Frau Bobinger? Soviel ich weiß, ist Herr Novak gut mit ihr befreundet. Er hat sie ja auch hierher gebracht, aus Stuttgart. Und Sie sind sicher, dass Frau Bobinger Sie angerufen hat? Frau Bobingers Dialekt ist doch unverkennbar. Besonders diese Redensart, sie ist... Naja, sie sagt eben immer auf Schwäbisch, es ist eben nicht zu ändern. Und... Triss zu, Fräulein Klausner, dass Sie mit dem tödlich verunglückten Fahrer Köhler befreundet waren. Naja, was heißt befreundet? Wir kannten uns schon als Kinder. Wie das so ist in einer Kleinstadt wie Isenau. Da kennt man sich eben. Ich weiß. Vielen Dank, Fräulein Klausner. Bitte schön. Bitte. Ups.
wartest du? Es wird nicht sehr lange dauern. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Meister Klausner, Frau Bobinger bestreitet ganz entschieden, dass sie das bewusste Telefongespräch mit Ihnen geführt hat. Aber ich habe sie doch selbst gehört. Ihr Dialekt war es jedenfalls. Was wäre eigentlich geschehen, wenn Sie nicht durch den Anruf verhindert worden wären, an der Versuchsfahrt teilzunehmen? Ja, dann wäre ich mit Köhler gefahren. Und wären mit Köhler verunglückt. Sie verdanken also jemanden im Betrieb Ihr Leben. Was wollen Sie damit sagen? Als Meister der Versuchswerkstatt waren Sie doch unmittelbar verantwortlich für die beiden Wagen. Ja, das schon. Und wie erklären Sie sich, dass in dem unverbrannten Wagen ein Öl gefunden wurde, das vorsätzlich unwirksam gemacht worden ist? Erklären kann ich mir das nicht. Jedenfalls haben wir in der Versuchsabteilung eigenes Benzin und eigenes Öl. Und dieses Öl war einwandfrei. Na schön. Vielen Dank, Herr Klausner. Etwas noch, Herr Klausner. Es ist doch klar, das Öl konnte nur jemand versauen, der an die Wagen herankonnte. Na und? Überlegen Sie sich doch bitte noch einmal ganz genau, wer alles an die Wagen herankonnte. Du findest wohl keine Ruhe. Schlimm mit dem Köhler. So ein anständiger Mensch. Manchmal warst du ja ein bisschen unfreundlich zu ihm. Was? Das Leben muss doch weitergehen, Mädel. Hast du schon gegessen? Soll ich dir was zurecht machen? Nein, danke, Paps, ich kann nichts essen. Aber geh du doch schlafen. Ach, schlaf. Dazu geht mir die Sache viel zu sehr durch den Kopf. Sie hat dich doch auch angerufen. Wer? Na, die Bobinger. Also von dem Telefongespräch will ich nichts mehr hören. Hast ja recht, mein. Gute Nacht. Nacht, Paps. Hertha, bist du auf?
Hertha. Hertha? Mhm. Dein Frühstück. Danke, Paps. Schlaf nicht wieder ein, dass du nicht zu spät kommst. Ja. Moin. Moin. Moin, moin. Sie sind verhaftet. Blöder Hund. Nicht so zu erschrecken. Siehste? Das kommt davon, wenn man immer solche Schmöker liest. Man lernt nie aus. Guten Morgen. 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 Ist Meister Klausner schon da? Der wird noch in der Garderobe sein. Gleich links. Danke. Eigentlich müsste man den auch mal unter die Arme greifen. Ja. Lieber nicht um ungelegte Eier kümmern. Moin. Kollege Klausner, ich glaube, Major Bühnke vom Ministerium für Staatssicherheit will seine Reihenuntersuchung heute mit Ihnen beginnen. Reihenuntersuchung? So ein dummes Gerede. Sie sollte man mal durchleuchten. Aber gründlich. Mhm. Aha. Vielen Dank, Herr Oberst. Der verunglückte Fahrer Seifert ist noch nicht vernehmungsfähig. Bitte. Moin. Guten Morgen. Moin, Herr Klausner. Ich habe hier eine Liste aufgestellt von all den Leuten, die an die Wagen heran konnten. Und die sind Ihnen alle als zuverlässige Mitarbeiter bekannt? Ja, und die meisten sind jahrelang hier. Eigentlich alle. Bis auf den Praktikanten Brückner, der ist neu. So. Was halten Sie von denen? Fachlich ist nichts gegen ihn zu sagen. Und sonst? Da müssen Sie die jüngeren Kollegen fragen. Die kennen sich besser. Ein Name fehlt aber auf der Liste. Wieso? Wer denn? Ihr Name. Na, dann verhaften Sie mich doch gleich. Aber. Das hatten wir eigentlich nicht vor. Dann kann ich wohl wieder gehen. Bitteschön. Kein neuer Name dabei. Mit so viel Siliziumkarbidemehl fährt doch kein Motor eine Strecke von 30 Kilometern. In so einer Geschwindigkeit. Hören Sie eigentlich zu? Doch, doch. Aber ich habe hier auch gerade etwas Interessantes gefunden. In den alten Akten von damals? Mhm. Die Reifenschiebung. Der Klausner? Und der auch? Auch der verunglückte Köhler ist damals vernommen worden. Was denn und der auch? Immerhin. Einige Parallelen gibt es. Ich werde mir das mal genauer ansehen. Es will mir nicht aus dem Kopf, dass Köhler vor der Fahrt so merkwürdig war. Das ist mir in der Eile gar nicht so aufgefallen. Meine Frau hat es schon am Tag vorher gemerkt. Gerade so, als ob es geahnt hätte. Meister, darf ich mal für 2 Stunden in die Stadt gehen? Von mir aus. Sie sind hier sowieso entbehrlich. Das schon. Aber zur Not hätte ich Ihnen sogar verraten, was ich in der Stadt will. Das will ich gar nicht wissen. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich will mir nämlich ein möbliertes Zimmer ansehen. Vertrauen gegen Vertrauen. So ein Schnösel. Reg dich doch nicht auf. Der meint's nicht so. Aber warte, nimmst du mich mit in die Stadt? Nee, ich fahr raus.
Die Anrufer kann man nicht feststellen, wenn innerhalb des Werkes telefoniert wird. Bei der Selbstwählanlage, das heißt innerhalb des Werkes nicht dagegen. Bei Gesprächen von auswärts muss ich natürlich vermitteln und kontrollieren, ob das Gespräch einwandfrei läuft. Und Sie hören natürlich nie mit? Nein, natürlich nicht in an und für sich. Hat das Mithören nur im Rahmen des unbedingt Notwendigen zu erfolgen. Und zu diesem Zweck legt man dann diese Klinke, jede Klinke immer runter. Na, danke schön. Nachdem ich Sie nun kennengelernt habe, wird es für mich in Zukunft ein besonderes Vergnügen sein, mit den Autowerken zu telefonieren. Sie werden verlangt. Bitte. Zentrale. Ja, bitte. Autowerke Isenau. Frau Bobinger, möchten Sie sprechen? Moment bitte, ich verbinde. 358-772. Für Apparat 224. Wir kommen wieder. Autowerke Isenau. Apparat 552. Augenblick bitte, ich verbinde. Sie haben keine anderen Möglichkeiten. Sie werden verlangt. Vielleicht auch die nicht mehr lange. Wer sind Sie denn überhaupt? Ein guter Freund dreht Ihnen vor und Sie ab. Nummer 100. Besser heute als morgen. Hallo! Hallo! Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Ich habe nämlich ausnahmsweise mitgehört. Ein Gespräch mit Frau Bobinger. Ach, kommen Sie doch bitte mal mit herein, ja? Hallo! Da, Frau Oswald. Ja. Ich bin Kollege von Ihrem Mann und von Herrn Köhler. Das heißt, der ist ja nun verunglückt. Ja, schlimm. Da kommen Sie wohl wegen dem Zimmer. Ja. Aber wir wollen ja jetzt eigentlich nicht mehr vermieten. Ach, das ist aber schade. Ich komme allerdings auch noch aus einem anderen Grund. Ich habe dem Herrn Köhler mal ein paar Bücher geborgt. Darf ich mir die mal raussuchen? Raussuchen? Ja, meinetwegen, kommen Sie mal mit drauf. Bitte schön. Ich habe Sie gerade gestellt, wo Sie Wäsche haben, ne? Was sagen Sie? Ach, da gackern die Hühner im Flur. Mein Gott, die Hühner. Die Wäsche! Ja, die losen Hühner. Das wäre ja nicht nötig gewesen. Ach. Aber ich bitte Sie, ist doch nicht der Rede wert. Übrigens, meine Bücher habe ich auch gefunden. Na, dann ist ja gut. Vielen Dank noch. Bitte schön, gern geschehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kollege Auerbach, Sie möchten gleich mal ins Sitzungszimmer kommen. Sie glauben wohl, dass man weiter nichts zu tun hat, was? Natürlich nicht gesagt, dass die Bobinger mal von einem Werksangehörigen angerufen wurde. Freilich, von draußen kann jeder anrufen. Muss das sein? Herein. Sie haben mich herbestellt? Herr Auerbach, wir dachten uns, Sie könnten uns vielleicht noch ein paar Informationen geben. Wenn ich dazu in der Lage bin? Bitte schön. Ja. Hatten Sie den Eindruck, dass Köhler und Seifert gegenüber den anderen Versuchsfahrern gelegentlich etwas bevorzugt wurden? Bevorzugt?
Wie meinen Sie das? Hatte es etwas zu bedeuten, dass gerade die beiden die neuen Wagen auf Geschwindigkeit fahren dürften? Nein. Genauso gut hätte ich dazu eingeteilt werden können. Wer hat denn die Fahrer eingeteilt? Na, Klausner. Und wie stehen Sie denn so mit ihm? Oh. Fachlich ist er gut. Allerdings, sehr beliebt ist er nicht. Ach. Nun ja, er ist immer so grob und misstrauisch. So. Ja. Sagen Sie, Herr Auerbach, waren Sie mit Ihrem verunglückten Kollegen Köhler näher bekannt? Ich meine, so nach Feierabend. Privat? Wir kennen uns jedoch alle. Auch vom Stammtisch her, nicht wahr? Man soll es ja immer hoch hergehen. Ach, oh. So schlimm ist das nicht. Ist Ihnen da in letzter Zeit irgendjemand besonders aufgefallen? Nein, eigentlich nicht. Na, erzählen Sie mal. Wer trifft sich denn da immer? Tja, wissen Sie, das ist so eine Art Expertenstammtisch. Wer hier in Isenau wirklich was von Autos versteht, der lässt sich dort sehen. Köhler kam ziemlich regelmäßig, obwohl er eigentlich ein kleiner Spießer war. Übrigens brachte er manchmal Hertha Klausner mit. Dann Seifert, ein Stiller im Lande. Ausgesprochen solider Mensch. Na, und ich? Ja, ich bin kein Spielverderber. Aber hingehen tue ich eigentlich nur wegen der Fachsimpelei. Dann der Sohn vom Fleischer Schmieder. Das ist eine Type, sage ich Ihnen. Wenn der an seinem F9 rumbasteln kann, ist er im siebten Himmel. Ist eigentlich schade, dass er Fleischer geworden ist. Manchmal kommt auch der Autoschott. Seine Reparaturwerkstatt ist übrigens prima in Schwung. Und seit einiger Zeit kommt auch öfter Brückner. Das ist so das ganze Gegenteil vom Köhler. Mir ein bisschen zu flott, besonders in Geldsachen. Wie ich mich kenne, geht doch das Ganze wieder auf meine Rechnung. Sowieso zu viel Luft in meinem Glas. Lisa, schönes Kind. Nochmal wie gehabt. Die Beine. Nur noch eine schöne Frau könnte mich vor dem Ruin retten. Hertha, tun Sie mir doch die Liebe. Meinen Sie, ich bringe Ihnen Glück? Da Sie nicht für mich gewonnen haben, muss ich Sie heute leider ungeküsst lassen. Schade, schon wieder ein verlorener Abend. Herzlichen Glückwunsch! Ein schönes Kind, nun gibt doch wohl. So, greif zu, Freunde. Aber bleibt senkrecht. Prüßige. Herrschaften, und wieder beweise ich euch, auch ein Fleischer kann mit autotechnischen Sensationen aufwarten. Mein Motor kriegt zwei Vergaser. Ein. Ah. Das ist gut. Aber leider nicht neu, mein Lieber. Aber das können wir dir machen. Komm, dreh dich, komm. Hertha, ich muss schon sagen, du trinkst viel. Sehr viel. Köhler, ich muss schon sagen, du bist stur. Sehr stur. Aber Kinder, vertragt euch doch. Köhler war ihm manchmal ein bisschen zu empfindlich und eifersüchtig. Hatte denn Ihrer Meinung nach Köhler Grund zur Eifersucht? Ach wo, keine Spur. Hatte Köhler überhaupt ein gewisses Recht zur Eifersucht? Na ja, verlobt waren die beiden nicht. Schön, denn Herr Auerbach, das wär's für heute. Oh. So ein Ding hat Brückner auch. Dankeschön. Na ja, die Versuchsfahrer haben eben immer ein Alibi. Eben, die können rein und raus, wie sie Lust haben. Aber der Brückner. Dein Pumpgenie scheint er auch zu sein. Herein! Na, Herr Brückner, was haben Sie vorhin in der Stadt gemacht? Ich habe mir wieder das Zimmer besichtigt. Wo? In der Siedlung. Na, machen Sie es nicht zu spannend. Bei wem? Bei Oswald. Wo Köhler früher gewohnt hat. So? Ja. Wollen Sie dort einziehen? Die vermieten nicht mehr. Sie arbeiten doch mit Oswald in einer Abteilung. Haben Sie da nicht vorher mit ihm gesprochen?
Man sieht sich doch so ein Zimmer erst mal an. Herr Brückner, laut Protokoll waren Sie doch derjenige, der den Unfall am genauesten beobachtet hat. Ja, und ich habe meinen Aussagen nichts hinzuzufügen. Wirklich nicht? Sie gehören doch auch zu dem Expertenstammtisch. Wieso? Haben Sie in der Richtung bestimmten Verdacht? Das wollten wir gerade von Ihnen wissen. Das muss ich mir mal überlegen. Das muss ich mir mal gründlich überlegen. Überlegen Sie aber nicht zu lange. Bin ich jetzt fertig? Herr Brückner, haben Sie eigentlich viel Schulden? Kleine Schulden erhalten die Freundschaft. Otto Bedocher preisen soll. Tja, das müssen Sie schon selbst entscheiden. Oder ob ich es doch melde? Vielleicht wäre es das Beste. Aber... Was aber? Naja, man könnte annehmen, Sie täuschen vor. Dass sich jemand zur Flucht verleiten wollte. Und Sie melden es, um sich von dem Verdacht zu befreien. Wenn ich das damals geahnt hätte, wäre ich bloß nicht hierher gekommen. Jetzt sind Sie aber hier. Tja, es ist aber nicht zu ändern. Ich kann das nicht mehr hören. Was? Entschuldigen Sie, ich bin auch nervös. Mahlzeit. Mahlzeit. Herr Novak, ich bin ganz verzweifelt. Dann kommen Sie erst mal rein zu mir. Nun sag mir bloß, was soll ich machen? Mich hat jemand angerufen. Irgendein Mann. Ich soll meine Koffer packen und nach dem Westen gehen. Reg dich doch nicht auf. Komm, setz dich doch erst mal. Ich hab doch gar nichts getan. Was soll ich bloß machen? Wir tun das Nächstliegende. Wir melden die Sache. Hallo, schöne Frau, wie geht's? Kopfschmerzen? Nein. Schauen Sie mal, da haben wir doch noch was. Aus der Betriebsapotheke. Nein, danke, es ist nur wegen der Hitze. Ist der Chef drin? Was wollen Sie denn von ihm? Ich muss mal mit ihm ein paar passende Worte sprechen, wegen meiner Praktikantenarbeit. Ah. Der hat Besuch. Wer denn? Die Bobinger ist drin. Oh, unsere Chefagentin. Die ist ganz schön durchgedreht. Also ich wollte nicht in ihre Haut stecken. Wieso denn schon wieder was passiert? Sie will nach dem Westen. Ach. Und das erzählt sie überall so herum. Wollen Sie eine Zigarette? Armer Praktikant nimmt immer. Geben ist seliger denn nehmen. Wissen Sie, Hertha, das glaubt doch heute kein Mensch mehr, dass die Bobinger das berühmte Telefongespräch geführt hat. Wer denn? Bitte? Sein. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Unbekannter Dichter aus der Schulzeit. Herr Novak hat mich rufen lassen. Also Sie sind doch ein unmöglicher Mensch. Gehen Sie weg da. Bitte sehr. Und möglichst ganz raus. Sie mich so direkt fragen, ob mir was aufgefallen ist an Herrn Köhler. Da muss ich doch an den Abend vor dem Unglück denken. Sie müssen nämlich wissen, die Hertha und der Köhler, wie man so sagt, die gingen nämlich miteinander. Und am Nachmittag, da sah ich noch, wie die beiden von der Arbeit kamen. So, es sah aus, als ob sie sich gezankt hätten. Wie ich dann mit dem Nachmittagskaffee reinkomme, steht er am Fenster und guckt immerzu auf die Straße.
Auf einmal dreht er sich um, greift sich sein Fotoapparat und saust naus. Ich nu schnell zum Fenster. Da sehe ich, wie die Hertha in einem neuen Sommerkleid, zwar ein rotes, sehr fein, gerade um die Ecke biegt. Im selben Augenblick fährt ihr Köhler hinterher. Nachts um zwei bin ich noch mal hoch zu ihm, weil ich merkte, dass er noch auf war. Ich sage noch zu ihm, gehen Sie doch schlafen. Sie müssen doch morgen wieder fahren. Er sah aus, als wäre er gar nicht recht bei Troste. Und mit anderen Männern haben Sie Frau Klausner nie gesehen? Nö, eigentlich nicht. Aber wissen Sie, im Grunde genommen war der Köhler viel zu schade für die Hertha. Was Sie nicht sagen. Und damals, nachdem die Mutter so früh gestorben war, hat der alte Klausner das Mädchen ja viel zu viel verwöhnt. Nun, ein hübsches Mädchen ist die Hertha ja nun mal. Ja, da haben Sie recht. Und sonst ist niemand hier gewesen? Nö. Ja, nur der junge Mann mit den Kriminalbüchern. Ja, ja. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Major. Ist ja wohl gut gegangen, hm? Ich bin ja so froh, dass ich es gemeldet habe. Na, sehen Sie. Es hätte natürlich auch schief gehen können. Ah, was? Ich glaube, die wissen schon viel mehr, als wir denken. Ach nein. Hat Bönke was durchblicken lassen? Das natürlich nicht. Jedenfalls, mir sind Stein vom Herzen. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Bis morgen. Hm? Ja, Herr Nowak? Kann ich nach Hause gehen? Mhm. Danke. Wiedersehen. Ich muss dich sofort sprechen. Ja, sofort. Nein, unbedingt. Ja, bis gleich.